Oder weißt du, wie das hier schreckt? Wow. Ewa, was geht? Was ist das, Digga? Ewa, was machen wir heute? Mein Fahrrad abholen. Oh, scheiße, das ist kaputt. Was geht ab? Oh, ich bin so müde. Bruder, wie geht's dir so? Psychisch? Mir geht's richtig scheiße. Körperlich? Mir geht's richtig scheiße. Wie viel isst du am Tag? Gar nichts. Wie viel trinkst du? Wenig. Kannst du eigentlich aktuell? Ich darf extra nicht kacken gehen, damit ich länger satt bin. Okay, und wie viel Musik hast du in letzter Zeit gemacht hier? Durchschnittlich drei Songs am Tag. Drei Songs am Tag? Ja. Also quasi drei Alben oder was hier gemacht? Ja, so mäßig. Also ich wurde noch nie in meinem Leben so ausgenutzt wie hier. Also würdest du sagen, dass Icon dich wie ein Schwamm aussieht? Nicht so, aber die machen schon ein bisschen viel, sage ich dir ehrlich. Die bringen schon mein Ende. Hast du Bock, noch länger zu bleiben? Ich schwöre auf alles, nicht mal für Geld. Ich gebe dir 5000 Euro. Wallah, nein. Ich schwöre bei Gott, ich bleib nicht. Ich habe bei Gott geschworen. Guck mal nur, wie dreckig meine Mütze ist. Nicht mal Waschmaschinen haben wir hier. Da ist Mehl drin von der ersten Episode. Von, warum? Von ist Champ, immer noch Champ. Weiß. Endlich, dass du erstmal lachst. Jetzt einmal so in Slow-Mo. Boah, das sah saftig aus. Ich sag dir, mach mir sofort an die Kamera für die Video. Why do I mach mir aufregend? Luke, auf der neuen. Ey, der Kameramann macht mir aggressiv. Luke, der Kameramann muss eine neue Musikbox kaufen. This is expensive. Wie der Salz drauf war. Oh! Das muss nicht lang. Das ist Arsch, warum? Guck jetzt. Was? Guck jetzt. Was ist denn mit diesem Salz? Ganz normale Salz, Bruder. Was hast du aus Salz gemacht? Als ob Salz anders schmeckt, Bruder. Hey, Bruderland, du weißt Bescheid. Hä? Bruder, guck mal jetzt. Wallah nochmal. Warum soll jetzt anders schmecken, Bruder? Bruder, das schmeckt nach Biber. Ey Leute, guck mal, ich sag euch mal was. Diese ganzen Villen, die ihr immer seht, das ist immer Catfish. Von außen sehen die immer richtig krass aus, von innen. Nichts. Erzähl mal die Lage mit dem Kühlschrank. Wir gehen einkaufen. Was passiert dann? Ich glaube, da ist ein Versteck drin in diesem Kühlschrank. Ich glaube, dieser Typ, dem diese Villa gehört, der hat so ein Loch hinten drin in diesem Kühlschrank. Und wenn wir den Kühlschrank voll machen und wir schlafen gehen, der macht hinten dieses Loch auf und holt diese ganze Essen aus diesem Kühlschrank raus. Das verschwindet einfach. Das ist wie bei diese, wie heißen diese Uri Geller-Filme und so. Die tun was in so einer Mystery-Box rein. Nix. Kühlschrank voll, ich schwöre auf alles. Ich stehe am nächsten Tag auf. Da ist eine Hälfte, da ist eine halbe Nektarine drin. Holla. Nur noch die Kerne, Bruder. Und ich schwör, alles letzte Mal war absolut Meisterleistung. Ich habe richtig viel Milch gesehen. Letztes Mal bin ich zum Kühlschrank gegangen, da war keine Milch mehr drin, aber da war der Deckel mit Milch drin. Der Deckel, da war Milch drin. Weißt du, was Shabab gemacht hat? Ja. Er hat Kelloggs mit Wasser gegessen. Ja, Bruder, ich habe hier schon Kelloggs mit Ketchup gegessen. Ist aber normal. Das ist so. Ach, schon mal Kelloggs, Bruder, ich war hier schon so auf Brand, Bruder. Ich habe Thunfisch mit Chlorwasser getrunken. Richtig harte Zeiten, ich schwöre auf alles. Ja, und ein Vorteil heißt das aber, hier kriegt man keine Bauchschmerzen, weil man nichts isst. Ja, voilà, das ist ein Vorteil. Ja, maximal. Ja, du bist ja ziemlich gut gelaunt und bist ja sehr überzeugt und motiviert für eine nächste Studio-Session. Willst du mal zeigen, was heute abgeht hier? Leider, ja. Warum leider? Ja, weil ich nicht gefragt worden bin, sondern einfach angerufen worden bin. Hier wird ein Musikvideo gedreht. Wo sind wir hier? Virgin de Loreto. Virgin de Loreto, La Calle. Numero 20, natürlich mit Absprache der ganzen Spanier. Kali hat mit denen geredet. Wie hast du gefragt? Die mussten alle mich hier fragen, ob die hier ein Video drehen dürfen. Wie hast du das denn gefragt? Die haben mich gefragt. Aha. Und ich habe es denen erlaubt, dass sie das machen. Wie hast du geantwortet? Ja. Die haben gefragt, darf ich? Und ich habe gesagt, ja. Was geht, mein Bruder? Baba Schuhe, Luke. Hä? Baba Schuhe. Danke. Yeah. Hand gemacht. Hand. Auf Lüftung. Auf Lüftung? Auf Lüftung. Erzähl mal, warum genau dieser Gang? Was hat das mit deinem Video zu tun? Bruder, der Gang gibt geile Vibes. Wir machen jetzt Freestyle. Wir haben leider keine Box dabei. Deshalb müssen wir Handy, wie heißt das, die Musik über Handy spielen lassen. Auch aber harte Zeiten, so wie das Essen hier bei uns, ne? Nein, Bruder, aber ist kein Hindernis, Bruder. Wo sind wir hier überhaupt? Erstmal in welchem Studio?
was weiß ich, also irgendwo in Spanien, in Marbella, bei dem Bruder The Cable Studios Marbella. Ich glaube, der Bruder mal Fabi, wieder, ja. Du bist auch hier. Haben die dich auch gefragt? Ja. Das geht. Wann seid ihr hingekommen? Ja. 12 Stunden hier. Und jetzt hast du dich erholt oder hat sie sich erholt? Aber ja, hat die sich erholt? Ich meine deine Katze, Bruder, hat sich erholt, Bruder. Ist sie wieder gesund? Die liegt im Krankenhaus. Ja, Bruder, von den Stößen, Bruder, kein Wunder. Oder du legst unten hin und hier auch direkt, was ist los? Bruder, ich bin am Ende, ich kann nicht Du bist mehr. Am Ende, mein Bruder. Wir sind jetzt hier im Studio, Bracca. Wir machen jetzt Sitz. Okay, also auch jetzt an dich. Ja. Der Skandal hat gerade schon erklärt. Wir gehen einkaufen und wir tun das Essen in den Kühlschrank. Wie schnell ist das Essen weg? Also ich sag, wenn wir einmal Ivo anrufen, 5 Minuten, alles ist leer. Komplette Kühlschrank, alles weg. Wer isst mehr als wir haben? Das geht gar nicht. Der hat diese Ivo raus zu ernst genommen, ja. Der hat alles aus dem Kühlschrank rausgenommen, anstatt diese Katze rauszunehmen. Das Schlimme ist, abgesehen davon, dass der halt mehr isst als wir, kackt der ja auch viel mehr. Somit haben wir auch viel, viel weniger Klopapier. Du wüsstest, was schon alles als Klopapier benutzt hat, ne? Irgend so ein Liverpool-Trikot, keine Ahnung, wer das gehört. Das war von Rascher, Junge! Niemals. Doch, das war Rascher! Niemals. Lass diese PSG-Trikot in Ruhe, bitte, Bruder. Lass das in Ruhe. Ich sag dir ehrlich, das habe ich auch noch nicht gesehen. Da wird das nicht mehr auffallen bei Schwarz. Ja, okay, dann ist egal, Bruder, dann kannst du machen. Niemals. Aber der da vorne. Der da vorne krank auch sehr viel. Der Biggie? Sehr, sehr viel. Aber da sieht man, der hat auch sehr viel Input drin. Guck mal, ich weiß nicht, wie viel du in Deutschland an Kalorien isst, aber was würdest du schätzen, wie viel weniger isst du hier? Oh, 90%. Denkst du, du hast schon abgenommen? 100%. Einfach 90%, tschüss. Was denkst du, was du abgenommen hast? Boah, bestimmt so 5-6 Kilo. Bruder, ich glaube auch, ne? Ich, weil mein Bruder, langsam, du siehst schon Rippen, Bruder. Boah, auf alles, Bruder. Ich hab Stellen an meinem Körper gesehen, ich wusste gar nicht, dass ich die habe. Es ist passiert, Amara. Es ist passiert, Amara. Okay, bei der First ist es. Okay, bei der First ist es. Okay, bei der First ist es. Okay, bei der First ist Und was sagst du dazu? Ich hoffe, meine Mutter, dieser Style, den wir gerade hier bringen. Wallah, die sind einfach hier, bam, bam, wie du im Studio rein. Mutter in Marbella, Brada, in Marbella. Ey, was isst ihr und trinkt ihr so den ganzen Tag? Oder ich sag dir ehrlich, komm, in den letzten Tagen, es hat sich auf jeden Fall einiges gebessert. Wir essen jetzt Grillfleisch, wir essen, was noch? Vernünftiges Brot. Okay, nein, das Brot stinkt hier einfach. Ey, ohne! Ich schwöre auf alles, du riechst an den Toastbrot dran, ohne das aufzumachen, das stinkt. Du holst raus, das stinkt noch mehr. Ja, Walla, das ist bei Spanisch. Ich schwöre bei meinem Leben meiner Mutter, ne? Ich bin einfach auf einer Hauptstraße gelaufen und hab einfach einen Granatapfel vom Baum gepflückt. Da ist so ein Baum. Da sind einfach gerade. Da. Rashford, ey! Wer vom Inspektor? Nur wegen Import und Export. Nichts ist nicht außer unser Kopf, weil wir unter Kopf. Doch was sind 100 K? Bracca! Und doch ohne Maske bin ich schon bekannt. Schade. Mit Daulis auf der Hut, ich spür im Rücken das Auge. Die Daulis schauen zu, also hau dann müssen wir haram. Pass auf, wenn du gehst am Block. Jungs von der Sankra sind dangere, vom ersten bis zehnten Start. Alles dangere. Dangere. Dangere, ihr wisst Bescheid. Dein Bra Scandi auf Tune heute. Ja, also ganz ehrlich, auch nochmal an dieser Stelle, Props an mein Bruder Azum. Dangereux, wie heißt das? Komm her, ich würde gerne mal was sagen. Dangereux auf Französisch. Wo bist du denn so sauer? Directed by Biggie 68.
Directed. Ah, directed. Directed by me, deswegen, ich guck ein bisschen sauer, weil die Jungs, die haben noch ein paar Sachen zu erledigen und ich bin gerade sehr fokussiert darauf und überlege, was man noch so machen kann, aber bis jetzt läuft alles super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und der Shabab muss sich mehr konzentrieren ein bisschen. Der Baro macht das Tor und der mit seiner Lüfte Panik! Und wie schlagen die sich? Gut? Wundervoller Song, wundervolle Leistung, super Show, super Kulisse, super Kameramann, super Team. Ich bin Schock, ich hab Hautgänse von dem super Getränk. Das brauchen wir in Deutschland. Deswegen, also der Bruder Azu, der wechselt ja häufig immer zwischen Rap und Musikpassagen. Und der hat dann gesagt, komm einmal her, Bruder, Skandal. Ich bin der Meinung, deine Stimme könnte eventuell auch musikalisch gar nicht... Könnte so eventuell auch, das habe ich niemals gesagt. Ich habe dir gesagt, Bruder, du hast so eine schöne Stimme, du musst auf jeden Fall singen. Auf jeden Fall, ich hatte Gesangsunterricht bei meinem Bruder Azu. Und wenn ihr den Song gefeiert habt, dann lasst auf jeden Fall Liebe da. Und bedankt euch bei Azu, er hat mich auf der Fahrt... Alle eine Eins in die Chat, wenn ihr diesen Song liked, ja. Ich liebe Skandal. Ich liebe den Skandal. Hey Bruder, ich muss sagen, guck mal, der Song ist Baba, ne? Ja. Also richtig krass. Freut mich, mein Bruder. Der Skandal muss ja morgen um 10 Uhr abreisen und du bleibst ja länger, ne? Ja. Skandal, wir müssen jetzt trotzdem das Musikvideo drehen, jetzt. Verpiss dich, du Spaß. So, wir drehen jetzt Musikvideo. Bruder, soll ich aber dieses Musikvideo nehmen? Mach, ich schau alles. Mach das einfach rein. Das Highlight, Highlight. Die Jungs sind doch so oder so Dangerous von der Sache. Aber warte nicht raus. Wir machen mal kurz Coverfoto, mach mal. Ah, die Jungs von der Sandkarte sind Foto. Zeig mal diese Foto. Zeig mal. Ah, geil. Die Jungs von der Sandkarte. Sehr schöne Foto, wirklich. Viele Danke, Süße. Viel von die Emre. Tochter vom Kommissar ist lit. Sie schreibt mir, du bist nicht schlecht. Der Daddy ist ein Trottel, sie ne Scheiße. Hi. Listen. Jetzt mal unter uns, Bullen. Häng unter uns. Was Freund und Helfer, diese Nix, haben meine Jungs gebracht. Ja, ihr kennt sie wie seine Antennen, doch ich erkenne sie wie an seinem Mundgeruch. Das, ich seh das Blaulicht, wenn ich runterguck. Same shit, just a different day. Hoffe wirklich, mich erwischt keine Case. Und für den Fall der Fälle, ruf ich meinen Anwalt und mein Rücken ist safe. Brrr.